Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Skyblock. Wir brauchen noch, ja, ein paar Steine mache ich gerade noch, denke ich mal so. Und dann habe ich mir gerade schon in der Schnelle überlegt zwischen diesen beiden Aufnahmen. Wir werden auf jeden Fall eine extra Plattform machen, wo wir das, die grüne Erde, also wo wir das Gras rüberziehen. Möchte das hier auf der Plattform nicht haben. Wir müssen, glaube ich, Schneegolems bauen. Und da wäre das hier ja eigentlich, ne, würde sich ja vielleicht schon anbieten, weil es hier ja so schön schneit. So, und dann gehen wir gleich nach unten, bauen ein bisschen an dem Weg weiter in Richtung Sand. Oh, und ich wünschte, ich hätte den Monsterturm schon fertig. Aber da brauchen wir richtig, richtig viele Steine zu. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Weil da brauchen wir richtig viele Steine zu. So, liegt da was? Ja, komm mal her, du. Komm mal her, du Block. Okay, was haben wir denn jetzt? 64 und 17. Kann ich nicht rechnen im Kopf, aber egal. Hier haben wir keine mehr. Okay, das kommt alles weg, weg. Oh, das kommt auch weg. Fackeln behalte ich. Gut, dann abwärts. Oder wartet mal, vielleicht kann ich schon mal. Verdammter Schnee. Verdammter Schnee. Ich war 3 Tage deprimiert nach der Aufnahme. Echt? Ich gedacht habe, ich bin so blöd. Oh, aber wir haben noch Grün. Moment mal. Wir machen mal hier ein bisschen gescheit jetzt, dass wir hier ein ordentliches Viereck haben. Und ich finde die Idee mit den Plattformen finde ich eigentlich sehr schön. Da können wir in alle Richtungen, wir können hier bauen, was das Zeug hält, ohne dass das so eine Riesenplattform wird. Weil ich finde einfach, das lockert das Gesamtbild etwas auf. So. Ja, komm, einen machen wir noch. Das soll 3 breit werden dann. Und dann können wir eigentlich doch hier schon anfangen. So. Und so. Wartet mal, einen noch dahin. Da einen noch hin, damit ich weiß, dass da die Plattform beginnt. Und dann machen wir dazu. Da kommt dann wieder Steinmauer drauf. Okay. Wunderbärchen, Fackel. Und hier ist es mir aber auch ein bisschen zu dunkel. So, können wir jetzt nach unten. Und Abmarsch. Okay. Mal gucken. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal nur. Also erstmal werde ich Licht machen. Gott. Da auch noch. Ich werde erstmal nur eine Seite weiterbauen, damit wir erstmal überhaupt da hinten hinkommen. So. Rückwärtsgang. Und weiter geht's. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist ja kein Problem, da jetzt unter dem Sand die Plattform zu machen. Aber ich habe ein bisschen Angst um die Kakteen, die oben drauf stehen. Wenn der Sand runterfällt, geht der Kaktus mit Sicherheit kaputt und hüpft in alle Richtungen. Alter, ist das weit. Hüpft in alle Richtungen und im schlimmsten Fall hüpft er mir weg. Das wäre nicht so schön. Da werden wir L-Plattform auch wieder erstmal ein bisschen größer machen. Ich hoffe, das ist hier einigermaßen monstersicher. Mir ist das alles nicht hell genug, echt. Oh Mann, ey. Das ist 3x3 da, ne? Der Block. Das heißt, wir brauchen, um da drunter zu bauen, 9 Steine. Aber erstmal müssen wir hinkommen. Ach ja. Och, wie weit ist denn noch, ey? So, Lömp. Vielleicht reichen die Steine ja auch schon. Aber ich habe so meine Zweifel. Ich glaube, wir werden, bevor wir den Sand da runterholen, nochmal Steine nachmachen. Okay, bin ich jetzt unter dem ersten Block?
Ich kann das immer nicht abschätzen. Also es sieht aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Egal. Wir bauen. Jetzt sind wir hinter dem Block, ne? Einen, zwei, drei, vier und ganz schnell eine Fackel hinsetzen. Okay. Dann bauen wir hier weiter. Ja, wir müssen auf jeden Fall erst noch Steine holen. Das ist mir viel zu heikel hier. Wenn mir da die Kakteen abhauen, das fände ich gar nicht gut. Okay. Eventuell da nochmal eine Fackel erstmal hin. Vorsichtig zurück. Und nochmal Steine schlagen. Oh Mann. Nein, ich laufe hier nicht. Hier kann ich laufen, das ist okay. Apropos, Moment. Noch mal gucken, einfach. Okay, ja. So, alles klar. Dann hoch und nächste Fuhre Steine. Na, kommst du wohl. Eieiei. So, wo ist... hier haben wir eine. Die ist aber auch gleich kaputt. Nehmen wir doch die zweite schon mal mit. Und weiter geht's. Zum fröhlichen Steinschlagen. Und wir hören uns gleich wieder. So, Stack ist voll. Sammeln wir hier mal die Reste noch ein. Blum, 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 blum. Und dann Fackeln noch mit runternehmen. Apropos, wie sieht's denn da aus? Irgendwie schlecht. Was ist eigentlich hier mit den Bäumen los? Hier passiert ja gar nichts mehr. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben überhaupt kein Holz mehr. Na gut, aber Fackeln habe ich noch. Okay. Wachst mal hier, ihr Bäume. Ja, das müssen wir unbedingt. Ach, wir müssen so viel unbedingt, ne? Ha, halt. Halt. Die Hacke, die bleibt mal lieber hier. So. Und, abwärts. Fahrstuhl ins Grauen. So, okay. Weiter geht's da hinten. Wie hoch ist denn der Kaktus eigentlich? 3? Okay. Ich hoffe, wir kriegen alles mit. Ich hoffe, wir kriegen alles mit. So. Ich bleib trotzdem mal auf der Shift-Taste. Das ist mir hier viel zu gefährlich. Das ist alles viel zu hoch hier. So. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so doof aus. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Eieiei. Was ist denn, wenn die Shift-Taste mal irgendwann kaputt geht, so, weil ich sie kaputt gedrückt habe? Dann machen wir einen ganz bösen Abflug, ne? Gut. Naja. Ich hoffe aufs Beste. Geh da hin. Okay, lasst mich mal gucken. Also hier sieht's safe aus. Hier auch. Hier gefällt mir noch nicht so. Hier gefällt es mir noch nicht so. Ja. So, hier vielleicht. Noch einen. Okay. Okay. Ich mach mal die Fackel hier weg. Setzen wir mal hier an die Kanten. Dann kannst du eigentlich weg gerade mal. So, wollen wir es mal probieren? Ach, ich komme gar nicht dran.
komme gar nicht dran. Na, sowas aber auch. Wollen wir es probieren? Oh, ich habe Angst um den Kaktus, ey. Nee, wartet mal. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Werden wir jetzt anders machen. Ich gehe von hier dran. Komm hoch. Komm bitte hoch. Vielleicht fange ich dann ja was auf, falls es abhaut. Okay, und los. Oh, ich habe also mindestens einen. Okay, einen habe ich. Zwei habe ich. Okay, dann... Ach nein! Moment, das geht aber so auch nicht jetzt hier, ne? Jetzt liegt der dritte Kaktus da oben auf der Kiste. Das ist ja wohl nicht wahr. Komm her, du. So, und die Kiste nehmen wir auch mit. Und ich habe keine Spitzhacke mitgenommen. Jetzt habe ich hier überall Pöller stehen, aber hey, ist völlig wurscht. So, Sand. Wir haben alles gerettet. Perfekt. Ach ja, wunderbar. Ich werde jetzt aber noch nicht gleich hier... Ich lasse mal gerade noch ein bisschen was stehen. Damit wir jetzt hier oben da gleich drankommen. Huh. Das war aber aufregend. So, schnell alles in Sicherheit bringen. Was wir haben, haben wir nämlich. Dann holen wir die Hacke. Und dann bauen wir das da hinten erstmal gerade wieder ab. Huhuhuhu. So, aufwärts. Okay, so. Schnell weg hier mit unseren Schätzen. Die Truhe kommt auch weg. Was wollte ich? Die Hacke wollte ich holen. Fackeln lasse ich trotzdem eingepackt. Warum wächst denn hier nichts? Hallo? Ach, ist das jetzt hier alles zu eng für euch? Kann doch nicht sein. Du bist doch schon gewachsen und hast da drinnen gehangen. Ach, okay. Runter, runter. Wir haben schon wieder nur noch 6 Steine. Das ist der Wahnsinn, oder? So, komm. Ich versuch's mal mit Laufen hier auf dem einen Blocksteg. Ich stehe da zwar nicht so drauf, vor allen Dingen kostet das so viel Energie immer. Das ist gar nicht gut, aber wir haben ja ein paar Melonen. Das sollte ja nichts machen. So. Und mit dem Pöller mal hier weg. Wunderbar. Abwärts. Das machen wir auch wieder weg. Oh ja. Das über meinem Kopf ja dann vielleicht auch. So, alles mit. Wunderbar. Jetzt kommt der Sand. Ich muss dann dringend mal was essen. Sollte ich nicht vergessen. Und es reimt sich. Das hat ja mal super geklappt hier. Ich habe unheimlichen Skill, oder? Müsst ihr mal sagen. So, hier Fackel, das muss reichen. Dass das überhaupt mit dem Wasserfall geklappt hat und ich da heile runtergekommen bin. Bin ja eh schon ganz stolz auf mich. Mit dem Sandblock hat auch gut funktioniert. Wir können hier gerade mal ein bisschen weiterbauen noch. Wenn wir hier schon... wenn wir hier schon gerade mal sind... Ein paar Steine vielleicht mal aufheben, falls wir noch irgendwas machen müssen gleich. Naja, 8 Steine. Okay, hebe ich mal auf, wenn irgendwas zu Ende geht. Spitzhacken oder weiß der Geier was. Rekantina! Ah, ein Bäubchen! Supi, wo ist eine Axt? Hatte ich nicht schon eine andere Axt? Ja, irgendwie nicht. Na gut, nehmen wir die. Macht gar nichts. Und das war's mit der Axt. Warum war das Geräusch jetzt nicht da? Dieses Klöng, wenn was kaputt geht? Ich
Ich habe das Gefühl, irgendwie ist das hier buggy. Oh, das schneit schon wieder. Aber diesmal erschreckst du mich nicht, nur weil du hier über meine schöne Grünfläche wächst, ey. Kannst du vergessen. So, mal gucken, ob wir hier einen Setzling rauskriegen. Ich glaube, ich pflanze dann auch erstmal wieder... da haben wir einen Birkensetzling. Oh, noch einen. Ich pflanze aber hier gleich erstmal wieder die Eichen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die wachsen irgendwie schneller oder höher oder... Ach, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall geben die mehr Setzlinge. Liegt da jetzt ein Setzling da oben drauf? Na klar. Ha, gut, dass die Melone hier steht. Okay, war nicht so besonders, ne? Egal. Okay, so komm her, du. Kommst du? Na, also, ist es denn... Ach. Ja, du noch? Ach, bitte. Also, komm. Dein Kumpel eben ging doch auch. So, hey, drei Setzlinge, super. Die kommen aber erstmal weg und stattdessen nehmen wir was von dem. Du kommst dahin. Ja, wunderbar, ihr Lieben. Das war ja... Achso, die Melone. Die kommt noch mit. Die kommt noch mit. Ja, wunderbar, ihr Lieben. Dann war es das erstmal wieder mit dieser Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Schnee. Und bis dahin, wie immer, eure Trin.